So, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Let's Play World of Tanks Together. Ich fahre hier mit meinem Kumpel, wie man hier sehen kann, vielleicht, gedönst. Hallo. Und dann gehen wir einfach mal direkt mit Stufe 5 ins Gefecht. So, das Matchmaking ist schon mal richtig scheiße. Mal schauen, wie viel ich machen kann mit meinem geilen Churchill. Und ich mit meiner Suchnummer 80, wo ich die ganze Zeit gewonnen werde. Und ja, ich denke mal, das Problem dürfte jetzt sein, dass ich einfach nirgendwo durchkomme. Außer bei den Grillen und beim Panzer 4. Hä? Aber testen wir das doch mal aus. Und da unten wird schon geschrieben, erhältes Map. Ich mag sie eigentlich. Ja, wahrscheinlich mag sie eigentlich schon. Aber wenn man halt einfach einen scheiß Panzer hat, beziehungsweise so richtig Kack-Matchmaking, wie wir im Moment, kann man es einfach bleiben lassen. Mir fällt halt auf, dass in letzter Zeit das BOT-Matchmaking irgendwie immer scheiße ist. Ja. Was mir gerade auch auffällt, ist, dass mein Spiel extrem ruckelt. Das muss ich gerade mal neu starten und ja, bis gleich. So, die Framerate stimmt wieder. Da war irgendwas falsch eingestellt auf dem Testserver. Keine Ahnung, was sie da jetzt wieder gemacht haben. Das lief ja sonst immer gut. Ich hoffe, das ruckelt jetzt nicht mehr. Also ich denke mal, das ruckelt nicht mehr. Und ansonsten muss ich da halt noch was runterstellen. Dieser Vokala, das ist auch wieder das intelligenteste Wesen auf der Welt. Oh ja. Was würde ich jetzt kaputt machen? Das ist so bitter. Das Matchmaking ist gerade einfach nur sowas von Scheiße, das kann man gut bleiben lassen. Schneller, schneller! Was sagst du zu Churchill? Ja. Ja, dann hast du wohl zum Falschen gesagt. So, jetzt wird einfach rausgerusht. Ups. Viel zu verlieren gibt's eh nicht. Komm schon, gib dir noch was in den Arsch. Meint sie in ihr Gesicht. Der VKler, der hat auch gar nichts kapiert. Jetzt kommen wieder die Spezialisten ans Werk. So langsam tut's weh. Der ging nicht durch. Ja, das war mir klar. Hahaha, jetzt ist halt Geschütz im Arsch. Volltreffer. Der ist erledigt. So, mal schnell den Kill abgesahnt. Dann schauen wir mal, ob wir da hinten den Churchill 7 noch bekommen. Nee, das kann ich so vergessen. Das warst jetzt aber nicht du. Nee, das war irgendwas anderes. Das war der KV-2, glaube ich. Ja, als ob ich das jetzt kaputt bekommen hätte. Das sah aber schon geil aus. Du schießt drauf, sonst geht in die Luft. Ja. So, dann ist ja jetzt nicht mehr allzu viel übrig.
Boah, die Runde war echt scheiße. Oh ja. Es gibt nicht mal besonders viel EP, weil ich nun eben so kleinen Gekackvieh abgeschossen habe. Der Tiger, der geht jetzt noch drauf. Also der von uns. Der hat's verdient, der kann nicht fahren. Ja, ich denke mal, das war's jetzt schon so ziemlich. Bleib doch da. Mache ich jetzt auch. Der andere ist sowieso da ganz hinten. Naja, der Panther holt sich den hinten. Also das war ja schon bitter vom Panther. Der ist doch gerade wieder abgefackelt, oder? Nee, ich glaube nicht mal. Ja, ich würde mal sagen, dann fahren wir mal Stufe 7 und 8. Ich habe jetzt hier meinen neu gekauften Panther 2. Obwohl, so neu ist er jetzt auch nicht mehr. Ich habe eigentlich schon relativ viele EP damit gemacht, wobei es echt schnell geht mit dem Teil. Und ja, 10.000 in 3 Tagen, glaube ich. Ich finde das nicht schlecht und ich denke mal, ich habe den relativ schnell durchgegrindet. Ich weiß jetzt halt noch nicht, ob ich den Motor machen soll. Wenn schon mal jemand damit Erfahrungen gemacht hat und das Teil auch selber gefahren hat, schreibt doch bitte mal in die Kommentare, ob es sich lohnt, den Motor zu ergrinden oder ob das einfach nur sinnlos ist und man direkt die E50 holen soll. Bei den Ketten bin ich mir nicht sicher. Ich glaube nicht, dass ich mir die holen werde, weil die einfach teuer sind und ich kann sowieso alles laden, wenn ich eben Equipment weglasse, was ich sowieso werde wegen Geld. Ja, schreibt es einfach mal in die Kommentare. Und das Matchmaking ist auch wieder nicht so toll. Geht aber eigentlich noch. Das Matchmaking ist dreckig. Gab auch schon Schlechteres. Nö, für mich nicht. Das stimmt auch wiederum bei einer Stufe 7. Und hier sind auch Stufe 7 dabei, die nicht in einem Zug fahren. Das frage ich mich halt immer wieder, wie so ein Matchmaking eigentlich zustande kommt. Ja, die von Wargaming sollten halt einfach mal, dass irgendwie 2 Stufen und keine 3 Stufen zueinander kommen und dann wird das Problem gelöst. Das stimmt auch wiederum. Und die haben ein bisschen was an der Engine gemacht. Zumindest habe ich deutlich niedrigere FPS-Zahlen. Ja, sie haben es mal wieder verschlechtert. Also, das war jetzt gerade echt dumm von dem. Hast du dem gerade 400 Schaden gemacht? Keine Ahnung, ich glaube nicht. Das sah nämlich gerade irgendwie so aus. Wir haben sie voll erwischt. Doch, hast du. Lol. Hast du ihn die ganze Zeit in sein Munitionslager reingeknallt? Also, das war ein richtiger Fail. Das war ja mal richtig lustig. Du hast ihm bestimmt 1000 Schaden gemacht. Kann auch sein, dass dieser komische AMX-50-120er da gleichzeitig geschossen hat. Zweimal. Wir haben sie böse erwischt. Was ein Noob, der hätte mir locker eine reinhauen können. Der kommt aber mit seiner Scheißkanone da nicht durch.
Ja, komm noch mal raus. Eine unserer Ketten wurde getroffen. Oder die Arti kommt noch mal. Ist auch nicht so doll. Mein Gott, hey, der ist echt dumm wie Scheiße, oder? Ja, das war gerade auch richtig dumm. Und da bin ich auch schon drauf gegangen. Aber um ehrlich zu sein, macht das WoT-Fahren in letzter Zeit relativ wenig Spaß. Was vielleicht auch an entweder dem richtig schlechten Matchmaking liegt, das ist der eine Teil, und zum anderen, gerade in den kleineren Tiers bis Tier 6, sind so viele Noobs on, das glaubt man gar nicht. Vor allem ist es ja nicht schlimm, dass man irgendwie schlecht fährt oder so, aber dass man zum Beispiel einfach die ganze Zeit irgendwelche anderen Leute blockt oder sowas, das geht gar nicht. Da knallt aber gerade ordentlich was rum. Und er brennt. Das könnte für dich aber ordentlich EP geben. Nee, glaube ich nicht. Also das war ja schon ein bisschen bitter von dem Löwe-Fahrer. Sieh sie endlich an! Bam, 2 Stufe 8. Düdüm. Wie die Leute, nur weil ich in Stufe 7 habe, heißt es ja nicht, dass eine Kanone auch scheiße ist. Das verstehen irgendwie viele nicht. Ja, ist aber relativ oft so. Und 3 Stufe 8. Das Battle könnte doch noch eine ganze Menge EP geben. Das wird's wahrscheinlich auch. Lol. Arti mag mich nicht. Nee, glaube ich echt nicht. Aber nachdem du jetzt 3 Abschüsse hast, alles 3 Stufe 8, dann würde ich auch mal aufpassen. Ja, vor allem mit 13 Hitpoints. Nein, ich fahr doch nicht mit Gold. Was meint der da? Na, er will mal wieder seinen elektronischen Penis mit anderen vergleichen. Wie immer. Mein elektronischen Penis. Diese komischen Leute da. Wenn der mich jetzt von hinten rammt, dann wäre ich kaputt. Das wäre so bitter. Ich glaube eher, das Teil wäre dann One-Hit. Na, das könnte auch sein, dass wir dann beide kaputt gehen. Dann hätte ich 4 Abschüsse. Na, dann platzt der Franzosenknallfrosch. Ja, komm, fahren wir vorbei. Also ich muss schon sagen, ich schaue gerade bei meinem Kumpel zu auf dem seinem Display und das gibt teilweise so große Lags durch das WLAN, das ist echt abnormal. Und ich finde mal, die sollten eher die Arti bekommen statt irgendwelche anderen Teile. Der Löwe daher hat wieder gar nichts gemacht. Ja, ist aber ziemlich oft inzwischen. Jawohl, ich hab den noch bekommen. Na also. Stellen wir uns einfach hier hin.
wechsel mal zu einem anderen. Was macht denn der hier schon wieder? Gar nichts, das ist ja das Problem. Das heißt, wir haben jetzt zwei Jagdtiger, die auf dieser hässlichen Insel da campen und gar nichts können. Und der Rest von unserem Team wurde gerade kaputt geschossen. Ja, das ist scheiße. Und die 752 one-hittet den da gleich. In die Seite rein. Naja, anscheinend nicht. Hat wohl ein bisschen zu viel Schiss. Dann halt vorne durch. Also wie man sowas da verlieren kann, das verstehe ich nicht. Und wieso die Artis da jetzt nicht mal reinschießen, das verstehe ich auch nicht. Also die M12 lädt auf jeden Fall noch 6 Sekunden nach. Und die legt es dann mit der SU-8 dann. Das war jetzt dumm. Bitter des Todes. Beruht aber, glaube ich, auch auf Gegenseitigkeit. Ja. Ich glaube, gewinnen tun wir das aber trotzdem nicht. Auch wegen diesem Jagdtiger 8-8er. Schreib immer mal, dass, noch an der Base. Schreib mal, dass der jetzt endlich mal was machen soll. Weißt du, der hat jetzt wenigstens seinen Arsch bewegt, aber der andere, der bringt's irgendwie nicht fertig. Ich glaube, der bringt gar nichts fertig. Das ist auch so ein Premium, oder? Ja, wahrscheinlich ein Move. Einer, der zu einem dicken Geldbeutel hat. Also ich sage jetzt nichts gegen Premium-Panzerfahrer zum Grinden und so, weil es ihm Spaß macht. Aber das ist schon bitter, wenn man einfach nichts gemacht hat, volles Leben hat und dann verlieren wir das Ganze auch noch, weil man zu unfähig ist, um das zu tun. Jetzt fährt er dann wenigstens zur Basis, aber wahrscheinlich lässt er sich dann irgendwie abbrennen oder sowas. Der fällt wahrscheinlich gleich ins Wasser und er säuft. Das wäre auch eine Methode. Wechseln wir mal zu dem 8-8er. Alter Schwede, hat er gerade kassiert. Alter, das ist echt ein Scherz. Ganze 190 Schaden. Na ja, gut, ich glaube, mehr macht die 8-8er auch nicht. Ja, okay, ja, da verlädt er halt schön schnell nach. Jetzt soll er sich mal da noch den M103 schnappen. Dann haben wir es nämlich gewonnen. Oder so gut wie. Ach, das Ding ist gleich wahrscheinlich im One-Hit. Der M103 muss aber davon nicht unbedingt vorne durchkommen. Das ist echt eine gute Frage. Nee. Nein, das sind alte City und so. Das ist halt das Problem an den Panzern ohne Turm. Ja, und das Problem am Nicht-Treffen. Jetzt hat er ihn. War's dann ziemlich bitter verloren, was auch immer. Das war's für diese Episode. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein und schaut auch unsere anderen Videos an. Tschüss. Ciao.